Es ist eigentlich egal, wie groß die Umfragewerte für die AfD sind oder wie viele Leute bei Pegida auf die Straße gehen. Denen geht es nicht in erster Linie darum, sofort die Macht zu gewinnen, sondern denen geht es darum, die Diskurshoheit im öffentlichen Diskurs zu gewinnen. Denen geht es darum, damit die Basis zu legen für spätere Wahlerfolge. Denen geht es in erster Linie mal darum, letztendlich alles, was unsere Gesellschaft ausmacht, kaputt zu machen, um dann ihre eigene draufzubauen. Deswegen sollte man auch in dem Kontext verstehen, was sie meinen, wenn sie irgendwie sagen, die Regierung ist fremdgesteuert, der Bundestag ist nur noch ein Abnickorgan, das Bundesverfassungsgericht bricht Recht und die Presse lügt, Lügenpresse. Wenn man sich überlegt, wenn das alles so wäre, dann wäre von unseren vier Säulen, organisatorischen Säulen der Demokratie nicht mehr viel übrig. Und genau das ist das Ziel. Die wollen, dass die Leute die Demokratie anfangen abzulehnen und dann autoritäres Regime nach ihrem Gusto eigentlich herbeisehnen und herbeirufen. Dann kommt ihre Zeit.